Und hallo und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu FTB Infinity. Ich bin der Gastgeber Vexmax und ich habe meinen Akku mal kurz erweitert. Ich habe die eine blaue Zelle, die wir noch übrig hatten, da reingepappt und ja, das ist jetzt so in etwa das, was hier so ist, ne? Toll, wa? Ja, der Input ist natürlich immer noch jenseits von allem und der Output ist noch immer bei, ja, der dümpelt so bei 1K rum, was wirklich nicht viel ist. Ich meine, ich habe noch nicht den Wireless Sensor und Receiver für das ME-System. Das wird danach nämlich auch nochmal wesentlich mehr kosten. Und was ich eventuell auch noch machen müsste, ist, da das hier eine mittlere Leitung ist, eine MV-Wire, werde ich wahrscheinlich die Energy Cell wegtun und das rein mit Kabel ansteuern. Denn das ist so das, was toll ist und gut ist und gebraucht wird. Ja, die Schafe. Sieht an sich schon mal sehr, sehr gut aus mit den Schafen. Muss halt nur noch ein bisschen besser werden, bevor ich die Maschine anschalten kann. Okay, was heißt ein bisschen besser werden? Ich denke mal, die Ladung, die an Schafen jetzt noch da drin ist, lasse ich noch groß werden und die nächste wird dann rüber geswitcht und dann kann das Ganze hier losgehen. Aber wie dem auch sei, zuerst werden wir jetzt auch mal den Hammer holen und da hinten mal aufräumen. Hammer, Happer, Happer, da. Ich muss Kabel wegtun. So, den Hammer hätten wir damit. Einmal und zweimal. Oh, da ist er. So, das sind jetzt unser Squeezer und unser Fermenter. Der Fermenter braucht irgendwas Komisches und der hier braucht, glaube ich, Kartoffeln. Oder was andersrum. Ne, der braucht die Seeds, der braucht die Kartoffeln. Glaube ich. Wie dem auch sei. Was ich jetzt zuerst brauchen werde, ist erstmal mal Strom. Ein bisschen. Plus nochmal so einen Wooden Post. Plus noch ein paar Wire. Also noch ein ganz Stückchen viel mehr. MV, MV, weg, weg, weg. Erstmal alles weg hier. Dann brauchen wir noch den Wooden Post. Oh Gott, ich habe keinen Wooden Post mehr. Das ist jetzt nicht so schön. Weil ich glaube, ich habe nicht mehr genug von dem Treated Wood. Kann das eventuell? Mal Wood gucken. Living Wood. Nope, kein Treated Wood mehr. Okay, also wie mache ich das Kreosit nochmal? Creo. Ja, Creo seht, wie mache ich das? Ja. Wie erst schlafen. Ja, wie man sieht, habe ich das hier alles ein bisschen angepasst. Ich habe hier mal die Brightness ein bisschen runtergestellt. The Brightness, ja. Aufgrund von Reason und so. Weil wegen. Das ist die beste Antwort, die ich geben kann. Ich muss unbedingt den Hover-Mode wieder ausmachen. Der geht mir auf den Senkel. Und was ich unbedingt auch noch machen muss, ist ein Wireless-Dingens machen. Naja, zumindest lädt der Reaktor erstmal den Akku wieder und in der Zwischenzeit kann ich nochmal gucken, wie ich das mache mit den Posts. Oh, wie ein Ressources. Nein, nein. War ist der Coke offen? Ja, ne? Okay, wir brauchen eine Coke Break und dann 3x 3x3 wahrscheinlich wieder, ne? Ich wusste es. Doch, den werden wir nach hinten stellen. Ja, okay, was heißt hinten? Wir werden ihn nach hier stellen. Ah, ne, da habe ich nicht die Treppe. Ja, das ist jetzt natürlich prima. Somit ist das 3x3x3 gestorben. Naja, ich kann es immer noch nach hier tun. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ne, also wäre ja doof, wenn ich nicht auf hinten ich will noch. 3. Muss der in der Mitte hohl bleiben? Weißt du seine? Ne? Gut, ich nämlich auch nicht. Ne? Ne. Oh, da war sowas? Ne. So? Ah, okay. Was musste da jetzt rein? Wood? Ich glaube schon, ne?
Und dann wird daraus eben das komische Zeug und das kann ich dann in den Eimer abfüllen und daraus das Kerosin machen. Quatsch, das Kerosin kann ich dann da reinfüllen und dann anderes Zeug machen. Irgendwie so. In der Zwischenzeit werde ich schon mal zwei Exportbus und einen weiteren Transformator, meine ich, vorbereiten. Ah, nee, ich brauche hier so ein. Ah, nein, Moment mal. Ich kann zwar so einen Transformator hier hinstellen. Hier hinten. Ach komm, mach mal einfach. Was soll's. Transformator. So, nehmen wir den hier. Wie baue ich den nochmal? Mit den Spulen hier. Die Spulen baue ich wie nochmal? Mit Dense Cable. Okay. Dafür brauche ich eine ganze Menge. So. Wie viel haben wir? Nur eins. Ach so. So. Damit hätten wir schon mal fünf. Das wird für weitere ein Kabel reichen. Na? Na, zwei. Was wollte ich jetzt? Genau, das wollte ich machen. Oh, shit. So, dann brauche ich die nochmal und dann machen wir das hier. Oh, 21, ja, jetzt haben wir aber bei weitem hier noch. So? 24, naja, das ist jetzt nicht wirklich viel. Davon brauchen wir mal, was weiß ich, 100. Danke sehr. Start. So, wenn wir dann davon ein paar machen, dann brauche ich jetzt nochmal, Dance nochmal nach hier. Nochmal Transformator. Trans. So. Ich weiß, ich bin gerade irgendwie. Was wollte ich eigentlich gerade? Ich wollte davon was machen, genau. Aber das geht ja nicht, weil ich die Kabel brauche. Deswegen, ne? Kabel. Ja, das kann ich noch nicht machen. Oh, come on. Ja, die müssen ja erstmal wachsen. Okay, gut. Machen wir uns schon mal an das zweite Ding dran. Nö, 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 nö. Blast Furnace Mineral, nein. Nein, nein. Power Generators, da haben wir es doch. Power Generation machen wir mit Hilfe von. Ja, die können wir natürlich auch benutzen, aber. Thermal 3 Voltage Diesel Generator. Ja, Diesel Generator ist gut, aber das brauche ich erstmal was anderes. Warte, was? Der nimmt Fuel. Und Biodiesel. Cool. 18,75 Sekunden braucht das Fuel. Wir brauchen einen echt großen Tank. Na, wie mache ich das nochmal? Iron Tank. Das heißt, ich muss Eisen und eine Rolling Machine haben, ne? Ja, da waren sie. Oh Gott. Was? Ach nee, okay, gut. Alles gut. Ich habe gerade schon gedacht, das würde irgendwie doof werden. Nee, aber ich brauche einfach nur Iron Plates. Okay, das heißt, ich brauche Iron. Eine Menge Iron. Aber ich glaube, ich müsste auch langsam mal gucken, dass ich Eisen kriege, ne? Wird ein bisschen knapp mit dem Eisen. So allmählich zumindest. So, hier erstmal Eisen rein. Dann das andere Eisen nach hier. So. Das wird jetzt erstmal gerade gemacht. Dann machen wir einen Stack davon. Wenn wir den Tank dann haben, den werden wir dann nach hier vorne stellen bei den Biodiesel. Ich habe ja kein Jetpack an, tut mir leid. Übrigens, irgendwie aus irgendwelchen Grund auch immer, kann man diese Posts hier hochklettern. Das ist voll toll. Nee, aber ich werde dann den Tank nach hier hinten setzen. Nach hier. Oder zumindest hier hin. 3x3x3, glaube ich, oder.
Ja, so in etwa zumindest. Und werde dann gucken, dass ich eine Leitung von hier aus nach hinten kriege. Also mit als Tank und so weiter, ne? Mann, hey, aber das hier, das ist schon echt heftig, ne? Also was hier an Öl noch drin ist. Und vor allem pumpt der so ziemlich das ganze Öl, was hier jetzt verconnected ist, ab, ne? Also sollte hier noch irgendwo anders eine Quelle drunter liegen, die wird eiskalt abgepumpt. Und ich meine, das ist nicht gerade wenig Sprit, der hier ist, ne? Finde ich gut, dass ich so eine Ölwüste habe. Naja, jetzt, um genau zu sein, finde ich es gut. Vorher fand ich es noch nicht so toll. Aber egal, jetzt erstmal zu den Kabeln. Oder vielmehr Transformator. Der hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Mach mal. Danke sehr. So, ist jetzt mal 60. So, jetzt brauchen wir die Dinger. So. Und jetzt brauchen wir noch die Dinger. So. Und dann brauchen wir jetzt noch die Dinger. Okay, oder eben auch nicht. Wie mache ich die nochmal? Beschissen. Mist. Was wollte ich jetzt machen? Quartz. Wo haben wir denn der Connector? Quartzfiber. Okay. Brauchst du also doch die Dinger hier. Ich habe das Gefühl, dass mir gleich der Quarz ausgeht. Nee, doch nicht. Ich habe noch 900 noch was. Also da kann ich erst noch ordentlich mit rumhantieren. Finde ich auch irgendwie cool, dass das so schön funktioniert. Jetzt immer noch 30 davon machen. Noch mal 30? Naja, okay. Lassen wir das mal. Das geht eigentlich relativ schnell. Genau, der Transformator. Ja, ich weiß, ich kann den ganzen Schritt zurückgehen, aber was soll's, ne? So, schon besser. Die Dinger brauchen wir. Was ist das denn? Heart of Transformation, okay, was auch immer das ist. So, jetzt müssen wir nur den Rest davon machen. Das wäre ja, glaube ich, ne? Ja. Und schon nochmal ein Dance. Okay, das wäre also. Den brauchen wir auch noch. Dann brauchen wir nur noch das HV-Kabel. Das Dance-Cable natürlich. Shit. ME. Na, ME Wire. Dance. ME Wire. Boah, Gott, Wire dann eben nur. Danke sehr. Ich davon noch welche brauche. So, zwei machen wir. Dann brauche ich noch ein bisschen davon. Da haben wir vier. Okay, reicht. Hoffe ich. Dann müssen wir uns noch das Treated Wood abholen. Aber das machen wir dann später. Ich habe übrigens noch die Idee, dass ich eventuell an jede Laterne oder an jeden dieser Pfähle eine Laterne dranhänge. Das wäre auch noch ganz schön. Sieht zumindest sehr, sehr geil aus. Also, das muss man mir lassen. Aber jetzt muss ich erstmal das, mit Eimern das Kerositöl da rausholen. Was ist das? Lubricant, okay. Das zählt nicht. Oh shit, das ist jetzt nur so wenig. Kann ich die Charcoal nicht nochmal da rein tun? Nö. Also muss da noch was anderes rein. Na, ach, keine Charcoal. Mann, da muss Holz rein. Ja, geht nicht. Okay, muss noch Wut rein. Und mit dem Wut können wir dann noch mehr machen. Aber zuerst nochmal ein Ding davon holen. Da wieder nach hier, ab nach da hinten rein.
So. Was ich gerade merke, ist, die Maschinenflicke flackern gar nicht mehr. Das ist cool. Und hier haben wir jetzt 126 Stacks von 2048. Alter, da passt so viel rein. 131.000 Items, 2048 Stacks. Das ist eine Menge, Alter. Das ist wirklich etwas sehr, sehr viel. Aber hey, ne? Wenn man zart hat, man's. In der Zwischenzeit, mit dem einen Eimer hier, kann ich eventuell schon mal Zeug machen. Hoffe ich zumindest. Nein, das wollte ich nicht. Dann können wir das Kreosit da rein tun. Dann kriegen wir 8 von denen hier. Weg damit. Dann können wir das hier machen. Mit den 16 können wir dann zumindest schon mal das hier machen. So. Mit den Vieren dann das hier. Ne, das ist die Wooden Post. Wooden Post. Wie mache ich den? Was ist das da unten? Stone Bricks. Okay. Aha, haben wir doch welche. So, zweimal hiervon. Dann wollen wir die schon mal da hinstellen. Oder vielmehr, das machen wir nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Comments sind immer gerne gesehen. Und ja, dann hoffe ich mal, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich wünsche euch noch ein schönes Spiel und bis zum nächsten Mal bei Wexmix Industries. Bye, bye.